Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part haben wir irgendein komisches Eibeschützer-Monster bekämpft und wurden dann Zeuge, wie die Flügel von Wallmaus Elena extrahiert wurden im Namen Millennia. Und anscheinend wurde Millennia jetzt von Sera absorbiert, zusammen mit den Teilen, die sie absorbiert hatte. Und mit ihrer letzten Kraft hat sie, bevor sie absorbiert wurde, noch Elena und die anderen rausgebracht aus dem Raum. Und uns gesagt, wir sollen wegrennen. Also wird es wahrscheinlich keine Millennia mehr geben für uns. Elena, wo ist Millennia? Wallmaus ist immer noch dort. Wir müssen uns beeilen und zum Krana selber gehen. Aber der Krana selber, also die Energie des Krana selber ist fast... Nein. Ich werde Millennia nicht zurücklassen. Millennia würde sich das nicht wünschen. Es ist keine Ehre in einem verschwendeten Leben. Komm, Ryudo. Und wir müssen, wir haben ein Rennen mit der Zeit. Millennia. Verdammt. Ryudo, hör auf. Wenn wir jetzt nicht verschwinden, ist alles für nichts gewesen. Okay, Marik rückt Ryudo zurecht. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wallmaus Wiedergeburt ist nichts mehr zu stoppen. Ach ne, oder ist es sicher imminent? Keine Ahnung, einige Leute das Wort. Es gibt keine Möglichkeit, es zu stoppen. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Trotzdem, unser Path ist immer noch blockiert. Komm, wir müssen einen Weg finden, von hier rauszukommen. Ich konnte die Wiedergeburt von einmal nicht stoppen. Und auch nicht Millennia retten. Ich konnte gar nichts machen. Ja, du hast Elena gerettet. Ryudo! Beziehungsweise Millennia hat Elena gerettet, aber ihr wart halt dabei. Selbst Adler weiß nichts, außer Dunkelheit, wenn er noch nicht geschlüpft ist. Aber solange er Leben hat, dann solange versucht er herauszukommen. Also musst du auch versuchen, von deinem Gefängnis auszubrechen, während du immer noch atmest. Selbst gegen den Tod, da es im Leben Hoffnung gibt. Und dort gibt es Feuer. Okay. Lebe, Ryudo. Fülle deine Venen mit Feuer. Okay, dann gehe ich zurück und klopf den zusammen. Nein, darf ich wahrscheinlich nicht. Ist wohl jetzt auch nicht der Sinn dahinter. Oh, hi. Natürlich werden wir jetzt auch noch von geskripteten Viechern angegriffen. Was ist, warum ist... Warum ist Elena tot? Kann mir das mal einer erklären? Warte. Habe ich irgendwie einen Resurrect-Zauber? Egal. Wo haben wir so Yomis Elixier? Da. Lotus Flower. Bloom. Für Geräusche, ey. Meine Fresse. Here you go.
einmal wiederbelebt. Okay, und ich muss mich auch erstmal wieder umgestalten, was meine Angriffe angeht. Sehr gut. Ich hätte allgemein sowieso erstmal drauf schauen sollen. Weil Elena jetzt wahrscheinlich auch kein Mana-Eid dran hat. Na ja, schauen wir mal. Ah, das Kreischen von den Dingern ist ja nicht auszuhalten. Meine Güte. Okay. Nur noch der letzte. Das sollte kein Problem darstellen. Sehr schön. 27.000 Schaden. Boost. Wow, die geben verdammt viele Special-Punkte. Ups. So. Ausrüstung. Das Ding. Das Chaos-Eye. Die Seele von Asura. Und die Demon Tears. Dann... Skill Equips. Magic Power. Intelligence. Zapfire. Magic Recover. Oder gab es da noch irgendwas Cooles? Mentalität. Dann bleibe ich lieber dabei. So. Power Up. Schauen wir auch noch gleich nochmal. Alles freischalten. Extra SP, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Mal schauen. So. Weiter Apokalypse noch weiter und Impact Bomb. So, Schluss aufleveln. Den anderen Scheiß jetzt auch. Warum nicht? Ich hau jetzt einfach alles raus, ist mir gerade vollkommen egal. Funktioniert ja scheinbar auch ganz gut hier. So, okay. Dann bin ich jetzt aber erstmal interessiert hieran. Stärke natürlich. Die Items sind scheißegal. Haben wir jetzt noch ein paar SP drauf? Oder? Haben wir so das Ding drauf? Dash. Macht den Speed höher. Dafür gebe ich die Special Power drauf. Nochmal ein Dash. Und du ebenfalls. Oder warte mal, was bekommst du? Okay, dann bleib mal dabei. So. Gut, damit sollte das doch jetzt wieder besser klappen. Yeah, das bist du.
Hallo, nächster geskripteter Gegner. Ach, und noch kleine natürlich. Die kleinen dürfen ja nicht fehlen. Na gut, aber das wird auch schon klappen. Irgendwie. Okay, Theo weicht aus. Sehr schön. Ah, ich glaube, selbst alle. Das sollte da schon klappen. Oh, holy thunder. Holy moly. Rums. Einmal wieder aufs Gesicht. Oh Gott, ich schreie. Aber die Dinger halten ganz schön was aus. Brown! Beast King Blast! Jawohl. Zwei kleinen besiegt. Perfekt. Alles kein Problem. Ja, die geben echt viele Special Coins. Finde ich gut. Na, ah, zwei von euch. Na gut. Beast King Smash! Ja, nicht schlecht. Hat aber offensichtlich natürlich nicht gereicht. Ja. Das Impact Bomb. Okay, sie kommt nicht mehr dazu, Lotusflower zu machen. Und mit dir wollte ich eigentlich auch nochmal gucken, ob ich was machen kann. Aber egal. Here goes my impact bomb. View. Bats. Okay. So, ich sollte mich halt jetzt vor allem nochmal auf den konzentrieren. Setzt gleich auf den Zauber ein. Tremor, okay. Ah, okay, dürfte aber auch gut treffen. Er hat nur Elena angevisiert, gut. In die andere Richtung hätte es mehr wehtun können. Da will ich mich aber natürlich nicht beschweren. Schade, ich dachte, das könnte vielleicht reichen. Reicht immer noch nicht. Aber du greifst trotzdem den da an. Den Marek übernimmt den jetzt. Jawohl. So, 10 Hits. Sehr schön. 3195 Schaden. Was macht er jetzt? Rennt er weg oder was? Hat Elena ihn jetzt irgendwie da eingesperrt? Elena, du bist fett. Oder so. Okay, Marek. Gut, muss ich wenigstens kämpfen. Mach das in meinem Kampf, das wäre cooler. Make do somehow. You must escape. Lend us your power. Please fly.
Mirig, we have. Stay there, I can handle this. What? Mirig! Don't move. Go, Tio. I'm okay. I will be right there. Mirig, I cannot leave you behind. Go, Tio. I am fine. You know how this must end. You're thinking with your heart. Understand? Hey, Grannus, are you listening? This is my first and last prayer to you. If you have any power left, take them away. Away to safety! Eine weitere Cutscene, die ich nicht sehen konnte. Jetzt haben wir auch noch Marek zurückgelassen. Wir haben jetzt Milenia und Marek verloren. Elena, geht's dir gut? Milenia? Yodo, warum hat Milenia mich gerettet? Ich verstehe, warum sie dich gerettet hat. Aber warum auch mich? Ich habe versucht, sie loszuwerden. Ich habe versucht, dass sie verschwindet. Es ist egal. Ich habe mir einfach nur Gedanken über mich selbst gemacht, meine eigene Sicherheit. Warum würde sie mich retten wollen? Es bringt nichts weiter, darüber nachzudenken. Marek und Milenia sind weg. Nun, aber was erwartest du, dass ich mache, Milenia? Marek ist tot. Ich denke, ich weiß jetzt, was ein Herz ist. Aber es ist ein Ding, das Gefühl ist mit Schmerzen. Ich hätte lieber nichts darüber gelernt. Marek, zweimal hast du mir jetzt gezeigt, was es bedeutet, ein Herz zu haben. Tio. Marek und Milenia haben beide gesagt, dass wir leben sollen. Ich weiß nicht wie, Ryodo. Was kommt als nächstes? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen handeln. So wie Marek es gesagt hat. Da muss es etwas geben, was ich tun muss. Auch wenn ich mein Leben verliere. Ich muss trotzdem handeln. Ja, da gibt es etwas. Was das angeht, ist Grannia 2 auf jeden Fall um einiges anstrengender. Jetzt gehören dir eins. Das war gerade ein bisschen viel auf einmal. Oh Mann. So, was war das jetzt? Was war das gerade für ein Item? Videos Clone.
Mann. Da ist es. Return Special Coins used on Marek Moves. Das ist so ziemlich die Sache. Die sagt, Marek wird wirklich niemals wiederkommen. Er ist wirklich tot. Aber es gibt mir gerade Hoffnung. Wir haben sowas nicht für Rowan bekommen. Solange ich es nicht einfach nur übersehen habe, kommt Rowan wahrscheinlich wieder zu uns. Whispers to Stars. Power of Stars raise all variable status. Ist das sowas ähnliches wie die Symphonie dann? Von Jette? Ist man da ein Grana-Saber? Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.